Hallo, heute zeige ich euch in der Reihe Modelle von Bauwerken Gebäude Nummer 1 erstellen. Starten wir, indem wir dies mit dem Plus erstellen Feld anklicken, 3D-Entwurf auswählen und mit dem Lineal beginnen. Zuerst fangen wir mit dem Grundgebäude an. Das erste Gebäude hat eine Breite von 10 mit der Tastatur 10 eingeben und dann drücken, dann diese Länge ist 7 und eine Höhe hat das Gebäude von 6 und ein Dach. Gut, als nächstes setzen wir das Dach hinauf. Wir nehmen diesen Körper, geben die Körper Breiten und Längen wieder ein. 7, Enter. 10, Enter. Und eine Höhe von 4, Enter. Das Dach muss jetzt gedreht werden. Und zwar noch falsch. Bei dieser Funktion 90 Grad einzugeben. 90, Enter. Dann setzen wir das noch höher auf 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und schieben es genau auf den unteren Teil. Jetzt kontrollieren wir, ob das Dach auf den Quader passt. Jawohl. Mit der gedrückten Rolltaste kann man diese Arbeitsebene so platzieren, wie wir sie brauchen. Jetzt kommt noch das kleine Vorgebäude dazu. Wir beginnen wieder mit einem Würfel. Mit den Maßen 3 und 4 mit einer Höhe von 3 Enter und platzieren diesen Würfel vor dem großen Gebäude. Jetzt sehen wir, dass der Abstand Symmetrie sein soll. Wir haben 4 mm, da 3 mm. Wir müssen also bei der Fangrastereinstellung auf 0,5 umschalten. Mit der Rechtstaste, mit dem Pfeil rechts auf die Tastatur, schieben wir es genau um einen halben Meter zurück. Dann wieder wichtig, den Fangraster auf 1 mm zurücksetzen. Jetzt brauchen wir noch das Dach für dieses Vorgebäude. Da haben wir die Breite 3, Enter, die Länge ist 4, Enter, die Höhe mit 2 vorgegeben, Enter. Auch da müssen wir auf die Höhe von 3 gehen. Wir platzieren es auf diesen kleinen Vorbau und haben dann das Problem, dass es mit der Rastung nicht stimmt. Also Fangraster umsetzen, mit der Taste einmal nach links und schon haben wir es richtig platziert. Ein Rundblick. Am Ende würde den Körper noch gruppieren, alles markieren und dann oben auf Gruppieren drücken. Vielleicht geben wir noch eine neue Farbe, grün, und somit ist unser Gebäude 1 fertig. Links oben müssen wir noch den Namen geben, als das Gebäude. Enter. Das war's. Es wird automatisch abgespeichert.